So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe Dom dabei. Guten Tag. Und wir gucken uns heute an Affinity gegen RB Painter. Yes. Mega interessant. RB Painter aktuell eins der Top-Tier-Decks. Das finde ich ein bisschen überraschend, weil Painter so Ewigkeiten kein Deck war. Ja, ist ähnlich wie Syphilip Breakfast, was ja auch ewig kein Deck war. Ja, stimmt, wieder. Die sind irgendwie beide aus der Versenkung hervorgerufen. Ja, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Schwarz hier, glaube ich, nur für den Defiler? Defiler und ich vielleicht Sideboard? Ja, ja, ja. Da haben wir... Oh, Leute, witzig. Da haben wir... Springleaf Storm und Stone Cold Serpent. Yes! Ein schönes Affinity, was wirklich super, super basic auf die Schnauze gibt. Wow, und schon wieder zwei Mana. Again! Schön. Er ist halt strong. Ja, die Stone Cold Serpent hätte aber größer sein können. Zwei Mana. Man hat drei Artefakte, fünf Podcasts. Sehr, sehr, sehr cool. Sehr geil. Macht man nicht viel gegen als RB Painter, glaube ich. Man hätte Affe und Red Blast, ja. Pitchen können, ja. Ja. Ist aber, glaube ich, nicht gut genug. Da ist noch ein Mox und noch eine Ancient auf der Hand. Da ist Mountain into... Ach, Goblin? Grindstone. Grindstone. Na gut, kann man halt mal raushauen. So viel wird das Deck an den Lügel gar nicht haben, denke ich. Ich glaube, das ist auch so eine Sache für Affinity. Der kann dich, also RB Painter kann dich auch von hinten ganz schnell backsteppen. Das stimmt. Das ist halt das Problem. Auf der anderen Seite kann Affinity halt echt hart zuhauen, gerade die Version. Ich habe die Version ja auch in Decktech gezeigt. Die spielt ja zum Beispiel mit dieser Verzauberung, mit dieser Saga, die dann +1/+1 gibt. Ja, und Nettlesist und so ein Kram. Ne? Nettlesist und so weiter und so fort. Das ist eine wirkliche Agro-Liste. Und das kann schon sehr geil sein. Man hat jetzt hier 4, 5 Artefakte. Ja, man hat 4 Mana noch. Ja, das ist Wahnsinn. Okay. Das geht erstmal auf 16. 16 wahrscheinlich für den... Für Nettlesist. Ja. Das heißt, man hat hier 6 Artefakte. Dementsprechend kann man... Den kommt mit dem Germ rein. Ja. 6. Und Podcast. Wahrscheinlich, ja. Yes, Monitor. Gute Karte. Nicht nur Thoughtmon ist. Nochmal 2, da ist das eine Ursus? Nee, eine Cranial Plating. Jawohl. Und ein Flieger. Ja, das kann halt wirklich knallen. Dann kann man hier für eine umgehen. Pop. So, nächste Runde musst du, also jetzt ist wahrscheinlich so der Moment, du tötest mich oder ich töte dich. Und wir sind in Runde 2. Ja. Mit der Agro. Ich meine, der Affinity-Spieler hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Artefakte. Das heißt, Nettlesist und Ding machen 14 Damage, 15, 16, 17, 18 Damage liegen da auf dem Board. Die Ding gibt nochmal +2/+0. Die Cradle Plating, weil es 9 Artefakte ist. Hier ist Leafle auf dem Board. Das ist bescheuert. Willkommen in Affinity. Ja, das ist aber zum Beispiel, ich finde die Liste, die er davor mal gespielt hatte, mit dem Glimpse, finde ich auch witzig. Ja, mit den Null-Mana-Artefakten des Cheerios. Ja. Auch das mega, mega witzig. Da kommt eine Ursachsage, okay. Da passiert jetzt aber sonst wahrscheinlich auch nicht so viel. Ja, du könntest noch einen Fury Painter oder so, wenn er Painter spielen. Painter blau und sagen, hey. Kill me or I kill you. Richtig. Spannend. Sagt ihr wahrscheinlich blau? Blau ist hier der wahrscheinlichste, weil das Deck macht keinen Bonus aus blau. Nee, glaube ich auch nicht. Und ja. Ja, du hast die roten Blasts, also. Genau. Ja. Ansonsten. Oh. Muss man jetzt gleich damit blocken? Man muss, glaube ich, literally damit blocken. Das ist unangenehm. Ich glaube, es ist ein blauer Stein, auch wenn man nicht so gut erkennt. So. In Dabi. Und Gesicht. Ja, vor allen Dingen, du kannst jetzt mit der Cranial Plating den Flieger ausrüsten. Mhm. Oh, das wird jetzt wehtun. Mhm. Fun Fact, wichtig für die Stone Cold Serpent, die hat ja Schutz vor Multicolor-Karten. Ja, und die sind alle blau. Wenn jetzt aber zum Beispiel eine rote Kreatur von Painter gespielt werden würde, könnte dann nicht blocken. Kann man die nicht blocken. Genau. Oder der Esper Sentinel ist halt jetzt auch Multicolor. Ja. Jetzt kann man sogar diesen Speed-Equip machen. Ja, da muss man eine Kreatur vertappen, das würde ich nicht tun. Ist auch nicht interessant, aber... Ne, ich glaube,
Auf die... Ja, Trampe. Stimmt. Ja, aber zwei, also fliegend durchzukommen. Ja, ich hätte jetzt auch den Flieger genommen. Ist aber, glaube ich, irrelevant. Ich meine, man hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Artefakte. Das heißt, 9, 18... Du könntest die Nettles jetzt noch equippen. 20, 21. Umequippen auf den Flieger. Oh mein Gott, auf den Trampler. Oh fuck my life, ja. Also diese drei Damage sind, glaube ich, irrelevant. Aber ja, der Flieger, das muss der Flieger sein. Oh fuck my life. Ja, ah, man hat den... oh nein, man hätte den wirklich auf den Ding drücken müssen, auf den Flieger, dann wäre Liefel gewesen. Ja, dann wäre jetzt schon Liefel. Oh nein, wie sad. Wenn man jetzt blockt, hat er leider noch eine Runde. Ja, aber dann ist der Painter weg. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oh, das hat sich trotzdem, dann schon schnell gegessen. Das wäre halt umgewesen. Ja, und die hat Trampel, also du genau. Blockst halt auch nur 3 Schaden weg. Ja. Ja, okay, das hat's schon erledigt. Ja, da wird auch schon gelacht. Gute Beatdown in Runde 4. Man kann halt sagen, was man möchte. Hier ist kein einziger Brainstorm, kein einziges Force jo. In diesem Spiel drin. Und es ist trotzdem einfach großartig. Sideboarding. Affinity. Graveyard Hate. Ja. Brauchst du, glaube ich, so ein bisschen, musst aber nicht so viel haben. Pithing Needle? Ja, so in dieser Richtung ist auf jeden Fall ganz gut. Painter? Boah, spannend. Ja, Painter kann halt viel oder nichts boarden. Furies, ein Fury könnte rein, wenn genau, das ein Sideboard meistens hat. Einer noch einen Defiler am Sideboard manchmal. Den Defiler, irgendwie was Kreaturenschaden schießt, also Creature Damage halt. Ne? Ich weiß nicht, ob er Braid noch gespielt wird. Manchmal spielt man ja Braid. Ja, manchmal ist er Braid noch ein Ding. Ja, das wäre halt hier gut. Du kannst halt keinen Mass Removal auf Artefakte spielen. Dann bummst dich selber zu sehr. Stimmt. Und da haben wir einen. Das ist ein Sentinel. Jetzt noch so ein. Ach, gut, schade. Ja. Jetzt noch so ein Mox wäre auch noch geil gewesen. Ja. Zweiter Mann. Der Mann. Mir Mann, mir gut. Das ist ein. War das ein Red Blast? Ja, die Blast kannst du ja drin lassen. Ja, ich will nur umlegen, wenn irgendwas jetzt machen kann. Ich glaube es allerdings nicht. Wäre lustig, wenn es tatsächlich Meldung gäbe. Das ist ein Goblin Engineer. Yes. Ja, dann kriegt man zumindest mal Part A schon mal einen Friedhof. Ja. Den kann man dann searchen. Der Beste wäre natürlich, was in den Friedhof gehen könnte, wäre ein Painter. Wenn du den Grindstone schon hast. Ja, ansonsten ist es oft so, dass Grindstone ganz gut ist. Einfach nur, weil du ihn nur noch zweimal wegspielst im Vergleich zum Painter. Ja. Painter spielst du ja mittlerweile immer noch 4 Stück, weil sie die Main-Piece-Karte ist. Aber Grindstone ist halt... Der plus Painter synergiert halt mit 8 anderen Karten aus dem Deck. Mit den Blasts, oder sind es nur 7, je nachdem. Ja. So, und dann macht es halt schon Sinn, eher den Grindstone wegzuschmeißen. Ich glaube, der Painter war auch auf der Hand. Ja. Ja, also ein Painter und ein Blast auf der Hand. Das schon gut. Auch wie gut manchmal dieser One-Off-Affe da drin ist. Two-Off-Affe, Two-Off-Petal, was ich sehr interessant finde. Ja. Weil theoretisch ist halt der Affe und der Petal fast dasselbe. Ja, das eine fickt dich unter Trinisphäre, das andere nicht. Aber ich glaube, unter Trinisphäre willst du eh nicht spielen. Nee. Springleaf Drum. Der Vorteil vom Affen ist ganz einfach, dass du lustigerweise hingehen kannst und kannst auch in der ersten Runde schon was machen, interagieren. Der Nachteil ist, du kannst es nicht wegwelden. Ja, und deshalb gibt es halt einen 1-1-Split. Ja. Wie heißt denn der? Wolfsgirsch. Genau. Flieger. 1-1-Flieger mit Lifelink. Der Goblin hat 1-2, oder? Ja, müsste 1-2 haben. Das ist schon ziemlich gut. Dann tappt man den noch für einen Mana und zieht nochmal 2 Karten. Ja, das kann man mal machen, ne? Das sieht super beeindruckend aus, was das Deck hier gerade macht. Cradle Plating, 2 Länder. Oh, das sieht wirklich beeindruckend aus. 1, 2, 3, 4, 5 Artefakte, 6 Artefakte gleich schon. 5 Ursachsager leider nicht.
Ja, aber du musst ja das Artefaktland mitzählen und die Ausrüstung. Oh, oh yes. Oh, das knallt. So, und dann hast du halt auch schon den Equip auf dem World Scourge. Ja, wahrscheinlich der Painter. Painter. Ah, das ist jetzt tricky. Aber der hatte ja kein Artefakt zum Tauschen, Gott sei Dank. Ja, und tatsächlich gibt es einen mit dem Grindstone den Trick, Grindstone-Effekt auf den Stack into Painter, aber andersrum gibt es leider nicht. Nee, das geht leider nicht. Für den Gegner jetzt gerade, also für Dugias jetzt gerade zum Glück. Mm. Jetzt kannst du dem erstmal den Wall Scourge in die Rippen hämmern und dann. Oder hast du. Ist da noch irgendwas anderes? Ist noch ein Ornithop da? Den kannst du ja safe spielen. Ja. Der macht doch noch einen Mana. Ja, stimmt, der macht einen Mana. Ja, das sieht doch schon solider aus. Ja, das sieht nach. Dann hast du die Crania. Ist die Frage, ob man die jetzt. Vielleicht sogar countert. Ich glaube, die würde ich countern, wenn ich die abspiele. Ich glaube auch. Wobei, du kannst die auch zerstören. Die ist blau. Ja, das stimmt. Du kannst die auf den Attack kannst du die einfach zerstören. Deswegen, ich glaube, da ist jetzt gerade tatsächlich eher. Also generell vom Bot-State her würde ich, auch wenn es nicht so aussieht, der Painter in Driver's Seat setzen. Ja. Weil jetzt machst du einfach die. Dings auf dem, also machst du jetzt einfach die Colonel Plating kaputt oder halt direkt den Vault Scourge? Ja, ich würde wahrscheinlich die Plating aber zerstören. Ja. Er hat kein Mana mehr. Oh, einfach den Hit. Das nimmt mal. Okay. Oh, 12 zu 26. Ist ja okay, also man Leben sind ja egal, wenn man gewonnen hat. Ja, die Leben sind eh egal, ja. Auf 2... Ich weiß jetzt gerade nicht, ob man hier noch irgendwas. Ah, da ist eine City. Dann kann man Artefakt und Dings machen. Der Stone kostet wie viel zum Aktivieren? 3. Das ist leider zu viel. Ah, hat man noch irgendein Artefakt auf der Hand? Genau, man braucht halt wirklich ein Artefakt. Ja, hast du ja theoretisch aber mit das dem sieht nach dem 3 Blasts und. Die letzte kann ich nicht erkennen. Das könnte eine Dragon Rage Engine sein. Also hier ist leider schwierig. Schwierig. Ja, dann kannst du einfach End of Turn den Kraken, also den Token machen. Genau, den Token machen, den dann welden und dann Muss du noch nicht, weil du kannst ja den Grindstone raussuchen mit der Saga. Ja, stimmt. Genau, Saga. Also nächste Runde ist. Darauf, also Saga geht es halt stark, wenn jetzt eine Needle. Auch gut. Oh mein Gott, auch gut. Und der kann den aktivieren. Aha. Und er kann nicht mehr countern. Also der Painter-Spieler hier in dem Fall. Weil durch die Ursache kommt die Karte ins Spiel. Highwire. Gute Karte, habe ich gehört. Da hat Steffen gerade auch ein bisschen doof geguckt. Ja. Da hätte man dann vielleicht überlegen müssen, ob man mit dem Red Element Blast die Ursache nicht vorher killt. Ja, das ist eine blaue Permanente. Genau, das vergessen viele Leute. Oh lol, die kann für sich selber noch Mana machen. Juhu. Mit der Drum. Geil. Das ist schon echt. Und Mox, Alter, das ist 2, 4, 6, 8, 10, 11. Fast Liefel. Ui, Karamba. Das Liefel. Das Liefel. Quips auf den Orni Top Down Haus. Brauchst du noch nicht mal. Der Vault Scourge alleine macht so viel Damage für 12 Damage. Aha. Habe ich schon mal durchgezählt. Aber ja, der Vault Scourge. Wow. Okay, das Equipment. Haywire kostet doch 2 Mana zum Aktivieren, oder? Nein, 1. Ein grünes. Ja, super chillig. Dann. Und der Ornithopter, der jetzt auch Liefel ist. Da muss jetzt 2 Blasts. Ja, hat er ja, aber das ist jetzt halt so. Jetzt bist du wirklich ein Zugzwang. Ja, das Problem ist, wenn man hier richtig. Man muss hier auf jeden Fall mit beiden. Aber man hätte mit beiden angreifen müssen. Es hätten nur beide angreifen. Nee, beide sind nicht Liefel. Der eine ist nur 11 Damage. Oh no. Ja, aber man hat immer noch die Might. Also. Und hier ganz lustig. Tatsächlich ist es hierbei jetzt genauso passiert, wie man es oft macht. Destroy Target Blue Permanent. In dem Moment konnte man es targeten. Das heißt, man musste nicht. Wenn man jetzt hier einen Pyroblast gezogen hätte, hätte man in Response den Painter cracken können. Und ja. Das Ding wäre nicht zerstört worden. Ja. Also hier war es wichtig, dass der Red Elemental Blast kommt. Warum ist jetzt die Might im Sack?
Ach, die hat die Saga platt gemacht. Yes. Und jetzt wird exchanged und dann ja, hättest du halt auf den Painter gehen müssen, ne? Ja. Das ist ein Todmoment. Ja, man hätte den Painter vernichten müssen, ja. Anstatt die Saga. Ja. Gut. 1-1. Spannend. Ein leichtes Missplay und nächste Runde wäre halt. Ja, okay, da wäre noch. Nächste Runde wäre prickig gewesen, was das angeht. Aber das war schon. Es ist sehr spannend. Das zeigt wieder, wie krass Legacy einfach sein kann. Wie schön das Format einfach ist. Viele Leute sind sich immer wieder am Wundern, warum wir Legacy so für das Format halten. Ja, da spielt halt im Endeffekt ein Güffeldeck gegen ein Tier-1-Deck und vermöbelt das. Ja. Und das finde ich halt das Starke. Und halt jeder kann halt mitspielen, was das angeht, mit verschiedensten Versionen. Man hat halt natürlich die Geldhürde, weil wir halt nun mal ein Hobby haben, was sehr teuer ist. Aber das zeigt gerade, was ich an diesem Format so liebe. Und dann gucke ich mir halt Modern an. Modern besteht aktuell aus 4 Combo-Decks. Wenn du die 4 Combo-Decks nicht schlagen kannst, hast du halt verloren. Also ich habe jetzt wieder Mountainbiken angefangen. Das Hobby ist genauso teuer. Okay. Und zeitintensiver wahrscheinlich. Ja, aber man sitzt sich den Arsch nicht so platt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Jetzt ist halt die Frage. Mulligan von Painter. Der ist schon mal schlecht. Ja. Das kommt meistens ein bisschen negativ dann. Der ist gut. Wurde gerade eben auch nie getriggert? Nee. Wurde nie getriggert, nein. Das hätte wahrscheinlich auch noch einen Unterschied machen können. Wilder. Stinknormaler Wilder. Mittlerweile, glaube ich, sogar die schlechteste Karte in dem Deck. Habe ich das Gefühl. Der kann auch mal beim Gegner tauschen. Der kann beim Gegner tauschen. Das ist halt ganz witzig. Das stimmt. Das stimmt. Also gerade gegen Artefakt-Decks darf man das nicht vergessen. Gerade in dem Matchup ist das wahrscheinlich echt crucial, weil dann tauscht er dir halt einfach mal irgendwas gegen die Ursa-Saga-Token gegen irgendwelche. Ja, oder die Nettlesist gegen. Da ist eine Mücke so ein Garn oder wie heißt das Ding? Ja, das neue Land, ne? Mit Copy-Target Non-Creature-Artefakt. Wow, uff. Also Schlag selber ins Gesicht. Hat man noch... Eins floaten, eine Drum. Nee, für 2 Mana. Da ist die Enchantment. Da ist die Enchantment. Trigger, 2, 4, also 3 obendrauf, geht für 4 hauen. Klatsch. Au, und die zählt ja auch noch für Enchantments mit. Ja, genau. Ja, Saga 2 passiert dasselbe. Und im Saga 3 flippt sie und kommt als XXer wieder, die eben genau diesen Effekt dauerhaft hat. Einfach als Kreatur. Autsch. Ja, ist eine sehr, sehr coole Tag in so Affinity-Decks, finde ich. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Die macht halt pure Pressure. Ja. Ich weiß auch nicht, was jetzt überlegt wird gerade. Affe. Affe Bold wäre so das Maximal, das man machen könnte. Ja. Um 5? 1, 2, 3, 4. 5, mach klar. Ja, das klar, also der S-Percent in der Latte hat ja noch vorne. Genau, der noch. Ne, ein 1. Aber man hat 3 Artefakte und eine Verzauberung. Das ja, selber ja auch. Das sind 4. Da ist auch eine Verzauberung. Ursa-Saga, die ist auch gut. Die hat das Deck so weit nach vorne gebracht. Ja, ich glaube auch Painter war da einer derjenigen, die es am meisten berührt hat. Ist noch ein Affe auf jeden Fall auf der Hand. Ja, und die Karte hat 8-Cast überhaupt erst möglich gemacht. Ja, sehe ich ähnlich. Also viele Decks werden aktuell von ihr enabled. Ist aber nicht so suppressive. Also klar, hier sehen wir sie jetzt auf beiden Seiten im Spiel. Und auch sowas wie Civil Breakfast spielt ihr auch. Ja, wo das du die Combo-Pieces mit rausholen kannst, das ist so dumm. Was? Das ist doch nicht dumm, das ist großartig. Da wird was nachgefragt. Was wird denn da nachgefragt? Ich würde jetzt aktuell davon ausgehen, dass er fragt, wie die Trigger von der Saga sind und ob er dann targetet und ob man dann zum Beispiel mit einem Bolt noch reagieren kann. Ah, ja. Wahrscheinlich, ja. Oder mit einer Braid oder sonst irgendwas. Wobei Braid, er zerstört ja einfach das Artefakt. Trigger, von target der. Und dann wird da geboltet. Zahlt's ein Mana mehr. Hey. Jo. Diesmal hat er dran gedacht. Yes. Ich glaube, 3 Mal hat er vergessen bis jetzt. Ja, kann passieren. Aber das wurde genau gefragt. Jetzt natürlich die Frage, was nimmt nochmal Power vom Board? Würdest du den S% gegen den Goblin tauschen? Im aktuellen Board-State nicht. Okay. Der macht gar nichts.
Das ist ja... Ja, gut. Also der Sentinel zieht dir Karten. Das stimmt. Im Zweifelsfall. Also, das stimmt. Aber da, ich glaube, der findet die Spieler krank gerade ein bisschen am Mana. Okay. Oder auch nicht. Oder es fehlt die Farbe. Was passiert jetzt? Da will wahrscheinlich wer die... tauschen. Trigger und Stack werden die getauscht. Man kann auch Mana im Pool tun. Ja, wenn man es muss. Das verstehe ich jetzt gerade noch nicht. Damit er kein farbiges Mana hat. Ja, wie gesagt, man kann sie ja für Mana noch tappen. Ja, ja, deswegen. Aber irgendwie, das war jetzt ein bisschen random. Ja, dann kommt noch für Einhorn. Bam, 14. Spannend. Jetzt geht man natürlich langsam sicher in die Range, dass man das machen kann. Man kann dann sogar mit dem Welder theoretisch die Target dann auch tauschen ab jetzt, wenn er das targetet. Aber gut. Du kannst jetzt gleich, okay, da ist ein Enchantment Creature gleich. Also, ja, ist ein Enchantment Creature, stimmt, die kannst du nicht tauschen. Und die hat dann Summoning Sickness. Genau, für eine Runde, weil sie halt nicht das alte Wording hat, sondern ich finde es viel besser, dass sie es mittlerweile so machen, dass die Karten exiliert werden und umgedreht wieder reinkommen. Ansonsten ist der Powerboost in dem Moment, wo sie sich drehen, so krass. Stell dir mal der Token von der Kiki-Jiki, wie hätte Eile oder wäre halt, käme halt ohne Summoning Sickness rein. Das wäre so grundsdumm. Das ist wahnsinnig dämlich gewesen sonst. Das ist schon ganz gut. Ursas sagen, das ist auf jeden Fall ein Grindstone auf der Hand gewesen. Da wird einfach Go gesagt, okay. Ja, ja, da wird man Red Elemental Blast haben wollen und. Ja, man geht einfach in den Beatdown. Ja, den Beatdown. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die Saga-Tokens sehen halt nicht beeindruckend aus. Die sind auf der anderen Seite more impressive. Ja, das auf jeden Fall. Aber, Ach, das ist der Dude, ja. Genau, die Rückseite des Dudes. Und die geht auf Trigger. Dann kommt der Mückes of Garden. Ah. Nee, ist kein Mückes of Garden. Das ist eine Spy of Industry. Ach, top ja. Für Mana mit der Farbe. Wenn man ein Artefakt kontrolliert, dann kriege ich einen Damage. So, da kommt noch ein Sentinel. Moonlight Element Blast und Grindstone ist gleich auf der Hand. Hm, spannend. Ja, da fehlt das zweite Combo-Piece. Wird fein. Haben wir Life Drain. Kannst du nehmen. Du verlierst kann eh fliegen, was will man machen? Tauschen. Ha, tauschen gegen Land. Stimmt. Aber ist halt auch irgendwie so, meh. Ja, ist fast wie ein Path to Exile. Ja. Yes, wird getauscht. Getauscht. Hat Mana mehr? Kann man den Mana ausmachen? Ich glaube nicht. Nee. Dann macht man jetzt aber safe selber den Token. Do it! Den würde ich jetzt wahrscheinlich sogar machen, nachdem er den Token gemacht hat. Ich hätte jetzt wirklich Angst vor Pithy Needle auf Ursas Saga, wenn das jetzt. Ja, da kannst du immer noch auf den Trigger reagieren. Ja, auf den Search-Trigger, das ist korrekt, aber irgendwie. Das wäre natürlich auch crucial, wenn das jetzt passiert, ne? Ja. Draw geht auf 3. Die Hand sagt, ich habe nur. Die Hand sagt, man hat einen Grindstone. Ah, du kannst aber den Painter nicht raus und du machst safe einen Token. Ja, ich würde auch sagen, safe Token. Suchst den Needle raus, Needle, Ursachsager. Jupp. Legst du da noch einen zweiten Mountain hin. Hast du Grindstone und Dings offen. Mhm. Gib mal auf 10. Search, es passiert nichts. Das heißt, ich würde Safety. Da kommt ein Shadow Spear. Spannend. Ja, okay, du willst halt Leben wieder kriegen. Das ist ein Spruch, der dich kaputt. Aber du kannst halt die ganze Zeit tauschen. Ja, das stimmt. Ah, du kannst die Enchantment-Kreatur nicht tauschen. Das stimmt. Und die schlägt halt gleich hart zu. Tja, mit 2, 4, 5, 5, 6, 6 vielleicht, 7, 7 vielleicht. Aber ich weiß nicht, was der Shadowspell dann da ändern soll. Man geht ja auch auf 10 Damage, also 10 Leben runter. Hand aus dem Auf, macht das auch gerade mal? Jupp. Yep. Ich glaube, das war meine. Die Red Element Blast gefallen mir halt in dem Matchup halt jetzt gar nicht, wenn du den Die machen halt jetzt, wenn die der. Die machen halt wirklich fast nichts gegen das Deck. Sind, glaube ich, nur die Thoughtcast und die Thoughtcast Monitor. Ja,
Oder halt, wenn ein Painter liegt, dann sind die halt imbar, aber dafür muss ein Painter liegen. Ja, finde ich nicht so geil. Die klangen die Hand so voll, hätte ich wahrscheinlich mal von rausgenommen. Spannend ist halt jetzt, wie du diesen Beatdown-Plan irgendwie überleben kannst oder möchtest und ob. Ja, du, vor allen Dingen, du hast halt jetzt nur 3 Artefakte. Das heißt, der Shadow Spear macht die zu einem 4-4er und dann ist es halt irgendwie Käse. Equip. Dann ist der 5-5. Nee, 4-4. Stimmt, 4-4. Und go, da macht man sich Loot. So, und der Dude von dem Gegner ist halt nachvoll größer. Ja, oh mein Gott, diese Riesentoken, so geil. Beide Spieler hier mit geilen Token unterwegs. Oh Mann. Ja. Draw, Trigger und Stack. Geht man dafür? Muss Boah, man ich würde ja aber noch einen Dude bauen. Ja, allein schon wegen dem Welder. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich einfach die Needle suchen gegen Grindstone oder gegen den Welder. Ja. Needle auf Welder wäre jetzt richtig, richtig cool, weil der Gegner jetzt natürlich damit rechnet, dass er irgendwie diesen Token damit irgendwie handelt. Wegwelden kann. Weil du kannst ja ganz langsam die ganzen Token wegwelden. Ja, und du die ganzen Kreaturen, die da mit reinkommen, sind halt wesentlich schlechter als so ein XXR-Token. Hm. Ah, Mismatching-Tokens. So schade. Search, no response. Alles klar, da würde ich jetzt auf jeden Fall auf die Needle gehen. So. Vor allem, wenn der Gegner halt jetzt alles, was du raussuchst, in anderen Artefakten einfach backwildert. Ja, also der muss kontrolliert dich sonst weg. Eine Spellbomb. Ähnlich spannend. Kann halt den Goblin auch auf die Hand geben. Hat man das farbige Mana? Ja, Spy of Industry. Ah, der macht farbiges Mana. Mhm. Ah. Ja, okay, weldet halt den, also schießt halt den Goblin weg, aber da passiert halt sonst auch nicht viel. Mhm. Der anderen Seite sind die Token halt riesig. Mhm. Das ist ein Portable Hole, ne? Yes. Das ist sexy. Portable Hole für den Welder. Das ist sexy. Das ist When It Enters the Battlefield. Da hast du einen Trigger und Stack. Und solange wie sie im Spiel ist, wird die Karte exiliert. Das heißt, du könntest auf den ETB die wegwelden. Und der Welder kann nie wieder. Ne? Und der Welder blieb da. Der Welder blieb da. Ah, sind kleine 2 Parsos, ne? Genau. Das ist ein Text. Genau. Dann, wenn du jetzt das Portable Hole gegen einen, der gegen den World Scorch taust, sollte das so passieren, dass der Welder nur flickert. Wird nicht gemacht, okay. Nee, da wird der aktive Konstrukt-Token wird hier geweldert. Okay. Dann würde ich einfach reinhauen. Einfach reinhalten. Ja, mit dem dicken, mit der dicken Enchantment. Du kannst den einen Token kannst du bouncen. Ja, das Ding ist 7-7. Also. Zwei, vier, acht, sieben. Acht. Sieben, sieben, oder? Der Spire ist kein Artefakt, ja. 6, 7. Der Spire ist kein Artefakt, weil gerade mitgezählt wurde, deswegen. So, nein, es ist 7. 7, 7. Da wird geblockt. Ja, da kriegt man wenigstens mal Leben. Ja. Und dann hat man immer noch die Spellbomb offen, da kommt ein Mykosumpfgarden. Und dann kommt Mykosumpfgarden hier natürlich auch mega witzig. Weil der kann Token kopieren. Nee, non-Token. Aber er könnte noch ein Spellbomb werden, zum Beispiel für mehr Bounce. Du kannst ihn auch für 0 Mana tappen und zum Artefaktland werden lassen. Ja. Für mehr Power. Das ist schon sexy, was da passieren kann. Uiuiui, da passiert bei RB Painter auch gerade gar nichts. Ne? Nee, echt nicht. Also es sind halt echt Red Blast. Der flattet gerade mit Schrott auf der Hand. Ja. Tut ein bisschen weh. Da, ein Affe, man könnte einen Affe casten. Das ist halt, wenn der Boardstay, der erreicht ist, wo du einen Affen casten musst, da ist halt auch schon viel zu weit. Ja, ist meistens dann schon ziemlich kacke. Ja, kacke oder Disrespect. Also ich mach das im Prison auch manchmal, aber dann ist das entweder kacke oder Disrespect, weil der Gegner ist eh tot. Ja, aber im Painter ist es eher kacke. Weil du immer noch mit dem Painter, mit einem Affen into Red Blast immer noch arbeiten könntest. Ja. Da wird wirklich überlegt, der Affe zu spielen. Oh mein Gott, hier wird wirklich der Affe. Vor allen Dingen, jetzt musst du überlegen, wenn die Spellbomb. Nee. Oh.
Das ist eine Fable. Mit einer tiefen Artwork und super süßen Token. Ach du Scheiße. Großartig. Da finde ich die Manga-Token, die ich, oder die Anime-Token, die ich habe, besser. Ja, aber die sind noch mehr nackig. Zwei Red Elemental Blasts und ein Affe. Ja, die Blasts machen halt jetzt gar nichts. Nee. Ich finde jetzt auch am Überlegen, hätte es einen Unterschied gemacht, ob er jetzt die Spellbomb holt oder nicht. Und er hat schon wieder die Trigger von den Esper Sentinel vergessen. Yes. Das wäre dieses Mal sogar wichtig gewesen wegen den Red Elemental Blast. Richtig. Weil jetzt wird der Forecast gecountert. Ist die Frage, ob man hier jetzt die Trigger ansagt, immerhin. Jetzt hat man die Trigger angesagt. So. Das heißt, man nimmt mindestens eine Karte, die man zieht. Sagt, beide darfst du haben. Lol. Okay, also, das war nicht sinnvoll. Nein. Also das war literally nicht sinnvoll. Was denn da passiert? Und wenn ich zwei Karten ziehe, oh, dann werfe ich noch eine Handkarte ab. Nehm ich! Was? Manchmal ist es einfach zu göttlich. Das Problem ist, wir wissen, dass der Painter-Spieler dieses Video auf jeden Fall sehen wird. Er wird sich in Grund und Boden schämen. Zu Recht. Und er ist ja auch kein Neuling im Legacy. Er spielt das ja auch schon relativ lange. Hätte ich zumindest einen bezahlt. Ja. Sonst hätte ich das Commitment gar nicht machen dürfen. Warum ist das weiße Mann auf? Das ist spannend. Hat man noch irgendwie einen Dingsbums? Da wird der World Scourge equipped und ich glaube, dann ist vorbei. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nö, ach, der ist 8, 8. Ja, da kommt aber noch ein Konstrukt mit. Ja, okay, du bist tot. Nee, Quatsch, da ist ja noch der 2-2er, der Goblin. Oh, das sind eine Menge Blocker, die oder man hat man noch einen Bolt? Ein Affen? A Braid? Spannend. Das war die Karte, die ich gedacht habe, für die noch ein Blast. Jetzt ist halt die Frage, du musst die Plating nehmen. Ja, klar. Du musst die Plating nehmen. Ich glaube auch, das ist wichtig. So, und dann haust du jetzt einfach mit dem Enchantment Creature, mit dem Konstrukt zu, mit dem Flieger. Ja. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Artefakte plus eine Verzauberung. Das heißt ein 8-8er, ein 7-7er und ein 1-1-Flieger. Eieiei. Du musst nicht beide blocken. Ha. Ja, aber es sieht mich jetzt noch ziehen. Also es ist halt. Du musst jetzt den Kill ziehen. Ja, aber halt, du hast keins der beiden Pieces draußen. Ja, ja. Ich würde safe den Goblin-Token aufbewahren, weil das ein Mana ist. Ja, ich auch. Und dann einfach nur den 2-2er Konstrukt da reinhalten. Ja, man hat einen Artefakt zum Wegwalden, wenn man es darum überargumentieren möchte. Ich würde hier auf jeden Fall auch das Konstrukt wegnehmen. Du wirst es nicht mehr schaffen, dass es groß genug wird. Ja, und selbst wenn der Treasure ist auch ein Artefakt zum Wegwalden und du hast halt nichts. Also du kriegst effektiv das Portable Hole, glaube ich. Nur noch mit dem, das ist ein Artefakt, ne? Das ist ein Artefakt, ja. Dann kriegst du das echt nur noch mit A Braid weg und dann. Ja, es wäre hier spannend gewesen, das einfach wegzuwählen in Response. Was eben dazu geführt hätte, dass der einfach nur geflickert wäre. Ja. Das wäre schon gut gewesen, glaube ich. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war aber auch gar kein Target im Friedhof. Doch, der Red Scorch. Den er dann ja gegen einen Token, gegen einen XXL getauscht hat. Ach, stimmt, ja. Was er dann nächste Runde wieder hätte tun können mit anderen Antworten. Das wäre schon möglich gewesen. Ja. Das und das. Okay, dann verliert man ein Leben. 11 zu 9. Eieiei. Ah, es ist schon schmerzhaft. Ja, vor allen Dingen, du hast jetzt keine Handkarten, die du in die Saga reinschmeißen kannst. In die Fable reinschmeißen kannst. Nichts praktisch. Das ist ein extra Turn, die gecallt werden. Oh. Ja, für die Leute, die es nicht wissen, ich. Geh ja hin und mach die Videos, je nachdem wie lang sie sind, ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer, sodass es halt wirklich passt. 5 Mana. Fury. Ja. Aber der tut nichts. Der macht nichts. Oh doch. Der macht ganz viele. Warte mal. 3 Artefakte. Der killt 1, 2. Der kann auch einen Ornithop damit nehmen. Genau, 3 Artefakte. 1, 2. Er kann den Wallscourge mitnehmen oder die. Und dann ist er ein Blocker. Mit 3er Doppelschlag. Ja.
Das heißt, wir haben dann noch 1, 2, 3. Bevor ich jetzt auch die Top da rausnehme, würde ich lieber den World Scourge rausnehmen. 5, warte, 5. Ja. Ja. Aber die bounce man den doch einfach, oder? Das ist doch einfach Level. Ich glaube auch. Also es wird jetzt enttappt, man geht in den zweiten Extra-Zug, dann zieht man eine Karte, dann bounce man den einfach. Und dann haut man den ins Maul. Und dann haut man für 1, 2, 3... Nee, dann haut man nur für 7. Man, nee, 8, 9. Man kann das Land zum Artefaktland machen. Ja, stimmt. Man kann das Land zum Artefaktland machen oder zum Ornithopter. Ja. Hat dann genug Artefakte oder ein World Scourge, okay. Ja, und dann hast 1, du. 1, 2, 3, 4, der ist 4, 4, der andere ist 5, 5, sind genau 9 Damage. Das ist genau Liefel, wenn du jetzt knackt und bounced. Oh, da sieht man die Frustration. Oh, da sieht man die Frustration, dass es genau nicht reicht. 2-1, Affinity gegen RB Painter, das ist die 1. Ey, was ein Duell. Geil. Mega, mega, mega geil. Finde ich krass. Und das ist so schön. Das ist witzig. Und Steffen hatte Spaß als Sieber. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.